Hey meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Star Stable Unlean. zum nächsten Part von Star Stable. Ja, ich habe einmal Post geguckt, dass ich wieder eine Post habe, aber ich habe es natürlich noch nicht gelesen. Ich glaube vom Namen Luciana, glaube ich. Und die werden wir gleich gemeinsam durchlesen, was sie denn so geschrieben hat. Und ich möchte noch einmal so was sagen über Livestreams. Ich bin jetzt so mehr aktiv auf Twitch jetzt, weil ich endlich Livestreamen kann. Also auch richtig Livestreamen, voll richtig cool, finde ich. Und macht mir auch Spaß. Und falls Interesse besteht, dass ich nochmal eins das selbe Stream mache, das war mal, wann war das? Vorgestern? Weiß ich nicht, von mir aus vorgestern, ich weiß nicht mehr genau. War das mal richtig spontan um 10, 9, 10 Uhr abends. Hatte ich einfach mal richtig Lust darauf und ja, hab dann über eine Stunde, ich glaube fast sogar 2 Stunden, glaube ich, gestreamt. Und ja, falls noch mal Interesse besteht, ein Star Stable Stream, ich hätte zumindest Lust, dass ich das mal für euch ankündigen soll, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. So. Und ich habe vergessen, hier mein Stoppuhr zu stellen, wie viel ich hier aufnehme. Egal. So, gucken wir mal in die Post rein. Ich habe sogar einmal Wettbewerbsbelohnung. Wow, als ich mein Fett gelevelt hier habe. Von Luciana. Liebe Katja, beziehungsweise liebe Kati oder liebe Katrin, weil ich heiße eigentlich Katrin ohne H. Ich möchte mich mal mit dir verabreden, doch ich finde dich nie. Es wäre schön, wenn du mir einen Brief schicken könntest, damit wir uns verabreden können, deine Luciana. Also ich werde hiernach, wenn ich dieses hier beendet habe, diese Aufnahme, werde ich dir zurückschreiben. Mit Treffen ist das immer halt ein bisschen blöd. Also wie gesagt, es würde sich jetzt ein Livestream anbieten, wo ihr dann dabei seid und mir halt schreibt und so und wir halt gegenseitig uns kommunizieren. Also ihr schreibt in den Chat oder schreibt halt in Star Stable und ich antworte im Livestream drauf. Würde sich sehr anbieten, deswegen würde ich das jetzt so sagen, dass sich das anbieten würde. Und ja, deswegen schreibt mir das einfach mal und ja. Aber es wäre dann am besten am Wochenende, weil ich nämlich am Donnerstag den 4. August wieder Schule habe. Und ja, in die Berufsschule. Irgendwie freue ich mich auch irgendwie schon, weil ja, ist was Neues. Wird wahrscheinlich ungewohnt sein und ist irgendwie noch komplett, ja, orientierungslos, sag ich mal. Ist noch nicht irgendwie wirklich Stundenplan oder so. Wir sind einfach planlos, hat die Lehrerin auch gesagt. Ihr werdet planlos wieder einfach in die Schule kommen und dann wird euch wieder alles gesagt. Ach ja. Und dann ist auch bald schon wieder Mittwoch. Ist ein Mittwoch-Update. Ich bin sehr gespannt, was kommen wird. Hoffentlich nicht irgendwie neue Pferde oder so. Weil ich habe nicht genügend Stargoins für sowas. Ich glaube nicht, dass 640 reichen werden. Aber ich glaube, dennoch würde ich mir kein, wenn es ein neues Pferd geben würde, das nur 500 Stargoins kosten würde, was eh nicht der Fall sein wird. Gehe ich stark von aus. Also viele Pferde, die neu kommen, werden nicht unter 500 oder unter 600 nicht mal erwerbbar sein. Nicht mal unter 700. Das ist ein bisschen doof. Meiner Meinung nach, weil die Pferde werden immer teurer, finde ich. Muss nicht unbedingt bei jeder Rasse so sein, aber 790, 890 Stargoins sind schon, natürlich, sind so immer schon das Maximum. Die Friesen ja 990. Obwohl die alten Modelle, wo ihr geschrieben habt, beziehungsweise ich mitgekriegt habe, dass sie doch nicht auf dem Pferdemarkt sind. Das ist natürlich doof. Vielleicht haben die das vergessen einzuprogrammieren, dass sie jetzt dort sind. Das kann sein. Fehler passieren immer bei so einem Spiel oder Bugs. Und ich habe auch mitgekriegt vom letzten Kommentar von Kim, dass ich, dass man keine Bugs mehr hier in Star Stable zeigen darf. Weil sonst das Stable-Team einen anschreibt und bittet, das Video zu löschen. Ich meine, warum? Also wenn das stimmt, frage ich mich, warum ist das Stable? Weil, ganz ehrlich, man kann jetzt auch nicht im Titel schreiben, Bug-Video. Dann schreibe ich halt im Titel kein Bug mehr wieder hin und dann schauen die das auch nicht.
außer die Zuschauer sagen, hey, ist das Stable, da hat jemand ein Bug-Video gemacht. Aber ganz ehrlich, ich meine, warum? Weil ich finde, diese Bug-Videos helfen doch, diese Bugs zu fixen, oder nicht? Weil man ja genau erläutert, wie so ein Bug dann halt zustande kam und dann das Stable das fixen kann. Und wenn das halt nicht mehr der Fall ist, dann bleiben diese Bugs doch bestehen. Und deswegen frage ich mich, warum? Also wenn das stimmen würde und wenn ich halt irgendwann eine Rückmeldung vom letzten Part kriege, irgendwann, ich weiß es nicht, wenn es stimmt, frage ich mich, warum? Ich meine, das hilft denen doch. Das verstehe ich dann nicht so ganz. Also ich würde mich dann über die Bug-Videos freuen, wenn ich das Stable-Team wäre und mich fragen würde, boah, wie kommt man auf sowas? Ja. Das ist dann schon... Ja. Weiß ich nicht. Okay, wenn das jetzt Gebiete sind, wo man noch nicht hin darf und so gesagt gespoilert wird, kann ich das verstehen. Aber normale Bugs, wo man, weiß ich nicht, irgendwo reinglitscht oder so, oder ein Grafikfehler ist, geht das ja doch okay. Aber wenn es Gebiete sind, wo man die erst später kommen, kann ich das verstehen. Das gebe ich zu. Ich will mein Dark Mirror auf Level 14 haben, das dauert immer. Ich sollte auch Rennen machen, wo mehr XP sind, aber da ich jetzt im Moorland bin, bietet sich das an. Und ja. Auf jeden Fall habe ich noch eine Frage, und zwar... Ich war gerade so total im Rennen, so. Falls ihr noch nicht Star Rider seid und ihr dieses Spiel komplett liebt und gerne Star Rider haben wollt, würdet ihr es euch holen oder könnt ihr es nicht aus gewissen Gründen? Müsst ihr natürlich nicht sagen, wenn ihr das nicht wollt oder so. Das würde mich auch interessieren, ob ihr an Star Rider interessiert seid oder ich weiß es nicht. Also an sich ist dieses Spiel ja sehr geil, finde ich. Weil ich schon früher halt diese ganzen alten, was zur Hölle, dieses Spiel halt gespielt habe und das hat mich... Sobald ich dieses Online-Ding hier gesehen habe auf der Seite, ich muss es einfach so sofort spielen. Ich muss es einfach sofort spielen, weil... Ja... hat meine Kindheit halt geprägt. Und... jetzt ist es das Stable, das nicht auf CD ist, sondern online und wo halt immer wieder was Neues kommen kann, von Quest her und so. Das finde ich dann schon ganz cool. Wo man natürlich immer wieder bestreiten kann, ja, es ist ein Pferdespiel, das ist doch voll langweilig. Das ist doch nur für kleine Kinder. Dass ich aber sage, nein, es ist nicht so. Es spielen auch Erwachsene, es spielen Jungs. Und einfach, da man hier chatten kann oder eben diese Bugs zusammen oder irgendeinen Müll einfach hier in diesem Spiel macht. Oder keine Ahnung, man irgendwas tut und dann das lustig ist. Ist einfach so. Oder einfach diese Story hier in dem Spiel macht. Spiel, hör mal bitte auf zu laggen. Das sag ich immer wieder. Ich weiß nicht warum, aber... Ach ja, schön. Auf jeden Fall, Marcel, falls du dieses Video siehst, Grüß an dich. Auf jeden Fall... Im Stream haben wir auch da Star Sable habe ich da gespielt und auch Stadtlandfluss und gestern von mir aus gesehen den 1. August, war der 1. August, ne? Ja. Habe ich Slender gespielt, das ist ein Horror-Game. Oh Gott, ich habe geschrien wie am Spieß. Eigentlich, also ich bin vom Horrorspielen her immer gerne jemand, der selber so, sag ich mal, abmetzelt oder so. Aber dann Opfer zu sein, das ist richtig hart. Wehe, ihr schreibt jetzt, ah, Slender ist total langweilig. Wenn man es 10.000 Mal spielt, ja, schon. Aber ich habe es da zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal gespielt. Einmal am Tag und einmal am Nacht. Und Nacht war es richtig schlimmer. Aber ich glaube, das Pferd ist richtig schön. Ich glaube, ich weiß schon, welches Pferd ich mir demnächst holen werde. Falls ich die 10.000 Stargoins irgendwann hole. Ich habe mein Favorite gefunden. Ich finde die braune Farbe total geil. Richtig schön.
Gut, also falls ihr noch weitere Post mich schicken wollt, mein Postfach ist leer. Zumindest nicht mit Wettbewerbsdingern da, wenn man hier levelt oder so. Ist nicht vollgemüllt. Außer ihr wollt, dass ich die für mich privat halte, schreibt ihr einfach im Betreff privat oder so. Oder nicht im Video vorlesen. Wenn dies nicht der Fall ist, wenn ihr einfach nur irgendwie schreibt, hey oder keine Ahnung, dann lese ich das in Videos vor. Ja, und danach werde ich sie, wenn ich die Aufnahme beendet habe, so wie jetzt, antworten. Und ja, dann wisst ihr das schon mal. Also könnt ihr beruhigt Post schreiben. Ruhig, was euer Herz begehrt. Und ja. Könnt auch gerne Fragen oder so reinstellen. So wie auch mit dem Treffen. Aber wie gesagt, da bieten sich die Livestreams echt an. Und ja. Warum nicht? Kann man ja mal tun. Kann man ja mal machen, ne? Und dann schön am Wochenende, wo... Wow, ich habe eine neue Höchstleistung, ernsthaft. Schön am Wochenende, wo jeder frei hat und wo ich auch mehr Zeit habe. So. Das war nur das, was ich sagen wollte. Und ja, natürlich bald Level... Wie viel fehlen mir noch? Toll. 280 XP. Willst du mich verarschen? Gut. Ich hoffe, damit hat euch dieser Part gefallen und wie gesagt, schreibt eure Meinung und was ich so alles euch gestellt habe, gerne in die Kommentare und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal von Starsdieble und Lean. Ciao.